Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sie der Hitze trotzen und hier den kühlen, hoffentlich kühl bleibenden Senatssaal gefunden haben. 1929 sorgte ein kleiner Aufsatz eines Gymnasiallehrers für ungewöhnliche Furore. Walter Schönbrunn berichtete vom Literaturunterricht in seinem Schöneberger Gymnasium und davon, dass seiner männlichen Schuljugend Klassiker wie Emilia Galotti nur noch hysterisch-sarkastische Reaktionen entlockten. Damit war bald das Wort vom Klassiker tot in vieler Munde und eine harsche Reaktion der etablierten Universitätsgermanistik ließ nicht auf sich warten. Hermann August Korff, Geist der Goethezeit, ist nicht der Einzige, der mit einem Kapitulationsvorwurf aufwartet. 1930 ist der Disput noch nicht zu Ende, als im Philologenblatt eine Rezension zu einem Nachfolgebuch Schönbrunns durch einen anderen, ebenfalls publizistisch aktiven Lehrer, Martin Havenstein, erscheint, in der es heißt, in manchen Großstadtschulen kommt noch etwas hinzu, was in der pädagogischen Literatur aus mir nicht ganz begreiflichen Gründen meines Wissens immer unbeachtet bleibt. Die Einstellung von Klassen mit starkem jüdischen Einschlag. Klassen, in denen das jüdische Element numerisch, aber auch nur vermöge seiner größeren Intellektualität, Klammer auf, was natürlich nicht Geist oder Begabung bedeutet, Klammer zu, überwiegt, pflegen neuerdings vieles abzulehnen, was im deutschen Unterricht nicht fehlen darf, wozu sie aber, Klammer auf, begreiflicherweise, Klammer zu, kein inneres Verhältnis haben. In der ZV-Zeitung, den wöchentlich erscheinenden Blättern für Deutschtum und Judentum des Zentralvereins Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens, reagierte am 2. Januar 1931 der Potsdamer Oberstudiendirektor und Sozialdemokrat Müller auf die scheinbar empathiegetragene These Havensteins sehr deutlich. Nichts als engherziger Nationalegoismus und Antisemitismus hat Havenstein die Feder geführt und offensichtlich hat er diese Judengegnerschaft auch im Verhältnis zu seinen Schülern gelebt. Die lange Vorgeschichte dieser Ex- oder Inklusion traktiert unser heutiger Gast, wenn er über den deutschen Bildungsliberalismus nachdenkt. Es handelt sich um Dieter Langewiesche, Emeritus für mittlere und neuere Geschichte an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Dieter Langewiesche ist undoubtedly one of the big shots among German historians today, heißt es nicht von ungefähr in einer Rezension zu einer seiner vielen Monographien. Nach einer Ausbildung als Industriekaufmann war er kurze Zeit als kaufmännischer Angestellter tätig, bis er sein Abitur am Gelsenkirchener Abendgymnasium nachholte. Daraufhin folgte von 1966 bis 1971 ein Studium der Geschichte, Politikwissenschaft und Germanistik an der Universität Heidelberg. Wahrlich eine ganz persönliche Bildungsgeschichte. Er promovierte 1973 an der Universität Würzburg im Bereich Liberalismus und Demokratie in Württemberg und wurde 1978 ebenfalls in Würzburg habilitiert. Von 1978 bis 1985 wirkte er als Professor für Sozialgeschichte an der Universität Hamburg und hier hatte ich persönlich das Glück, zu seinen Studenten zu zählen. Ab 1985 leitete er den Lehrstuhl für mittlere und neuere Geschichte an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. 1994 und 1995 war er als Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Zwischen 1991 und 1994 verbrachte er jeweils mehrere Monate als Visiting Professor am Europäischen Hochschulinstitut Florenz. Trotz seiner enormen wissenschaftlichen Leistungen, die sich auf die Geschichte des Liberalismus, aber auch auf die Arbeiter- und Bürgerkultur, auf Fragen der Nationenbildung, auf Revolutionsgeschichte, auf Bildungsgeschichte, Fachgeschichte und neuerdings Neurohistorie erstrecken, und von denen eine monumentale Publikationsliste, diverse andere Fellowships und natürlich der Leibniz-Preis von 1996 Zeugnisse abgeben, engagierte er sich in zahlreichen Funktionen der akademischen Selbstverwaltung und in diversen Wissenschaftsorganisationen. Unter anderem gehörte er übrigens auch zum Gründungsteam des Internationalen Archivs für Sozialgeschichte der deutschen Literatur. Und seit 2013 darf er das Bundesverdienstkreuz am Bande tragen. Hiermit
wurden auch seine hochschulpolitischen Aktivitäten und reformerischen Initiativen ausgezeichnet. Wenn Dieter Langewiesche heute über die Frage nachdenkt, erzwingt Bildung, wie sie in Deutschland seit dem 19. Jahrhundert verstanden wurde, kulturelle Anpassung bis zur Aufgabe von Herkunftsidentität, dann hat auch das eine aktuelle politische Dimension in diesen Tagen, in denen das Wort von einer normativen Leitkultur wieder die Runde macht. Ich freue mich auf den Vortrag und die anschließende Diskussion, will aber nicht versäumen, Sie unbedingt darauf hinzuweisen, dass wir am 1. Juni ein großes Ereignis hier haben, nämlich die 20 Jahre Mosse Lecture als große Geburtstagsveranstaltung gewissermaßen zelebrieren freuen uns dort, Just Hermann zu begrüßen. Und ich darf auch Sie alle herzlich einladen, sich am besten über ein Anmeldeverfahren als Gäste zu registrieren, sodass wir dann auch auf eine volle Geburtstagsparty setzen können, die dann ihr im anschließenden Kulturprogramm ihren Ausdruck finden wird. Vielen Dank, Herr Langewiesche. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. In meiner langen Beschäftigung mit den Themenfeldern Nation und Krieg haben mich die Schriften von George Mosse begleitet. Auch deshalb freue ich mich, in dieser Vortragsreihe zu Ihnen sprechen zu dürfen. Heute geht es aber um die Geschichte des Liberalismus. Sie lässt sich nur erzählen als eine Geschichte von Vielfalt und Widersprüchen. Und einen Aspekt dieser widerspruchsvollen Vielfalt werde ich betrachten, auch auf den Spuren von George Mosse, eben einen Aspekt, der heute wieder zum Problem geworden ist. Sie haben das gerade angesprochen, in anderer Weise als früher, aber doch in einer Kontinuitätslinie, wie ich meine. Es geht eben um die Frage, wie offen eine liberale Gesellschaft sein sollte für religiöse Pluralität. Und diese Frage steckt in dem Thema Bildungsliberalismus, wie ich es betrachten werde. Erzwingt Bildung kulturelle Anpassung, die Bildung, wie sie in Deutschland verstanden wurde? Damals standen vor allem Juden vor dieser Frage, was hat ihnen ein Liberalismus zu bieten, der auf Bildung setzte als Entree-Billett in die bessere Gesellschaft. Was dachten Sie darüber? Als George L. Mosse vor 20 Jahren diese Vortragsreihe eröffnet hatte, beschrieb er, ohne dieses Wort zu verwenden, was er unter Bildungsliberalismus verstand: Bildung der eigenen Persönlichkeit, ein offener Prozess, Grundlage für die Wertentscheidungen im Leben des Einzelnen. Dieses Bildungsideal nannte er liberal. In der eigenen Familie sei es verankert. Darüber werden Sie ja demnächst hören. Ihr Lebensstil harmonierte mit einem Liberalismus, dessen Demokratiebegriff nicht ausgerichtet war auf die Teilhabe der vielen. Im Gespräch hatte George diesen Lebensstil seiner Familie so beschrieben: traditionell deutsch, jüdisch und liberal sein hieß Unterstützung der Toleranz, der Freiheiten. Freiwirtschaftlich, Pressefreiheit, Gedankenfreiheit, das war's. Gegenüber dem Nationalsozialismus habe sich dieser bildungsliberale Individualismus als ebenso hilflos erwiesen wie gegenüber der Medienöffentlichkeit im ausgehenden 20. Jahrhundert. Ein wehmütiger Rückblick, den George Mosse 1997 vortrug, aber doch auch überzeugt, ich zitiere ihn: die Geschichte des Hauses Mosse und seines noblen Liberalismus habe ein Ideal verkörpert, dass es wert sei, als Leitbild ernst genommen zu werden. Sie wissen, meine Damen und Herren, damit rief er, ohne es zu sagen, die heftigen innerjüdischen Debatten auf, wie der Weg von Juden in die deutsche Kultur im 19. Jahrhundert zu bewerten sei.
Im liberalen Glauben an die gesellschaftsformende Kraft von Bildung meinte jenes jüdische Bürgertum, für das die Familie Mosse stand, den Schlüssel zur gesellschaftlichen Anerkennung gefunden zu haben, zum Dazugehören. Das ist die eine Linie, die ich betrachten werde. Eine zweite fragt nach der Bildungskonzeption im deutschen Bildungsbürgertum und schließlich, können diese Bildungsvorstellungen spezifisch liberal genannt werden? Vergewissern wir uns bei George Mosse über seine Deutung, die er immer wieder bekräftigt hat, vor allem in Abgrenzung zu Gershom Scholem, den er in Jerusalem an der Hebräischen Universität persönlich kennengelernt hatte. Scholem sprach bekanntlich, ich deute das nur an, das wissen Sie alle, er sprach von der sogenannten deutsch-jüdischen Symbiose, nannte sie einen zurückprojizierten Wunschtraum, kein Dialog, ein Schrei ins Leere, so Scholem unerwidert von den Deutschen. Diese Deutung war nicht neu. Die Forschung hat sie so nicht angenommen. Darauf gehe ich nicht ein. Mir geht es um Mosses Widerspruch, wie er ihn aus dem Bildungsbegriff herleitet, wie er Bildung mit Liberalismus verbindet. Der deutsch-jüdische Dialog fand unbestreitbar statt. So pointiert Mosse sein Bild der deutsch-jüdischen Geschichte. Ein Dialog, geführt vor allem vom jüdisch-deutschen Bildungsbürgertum, nie voll erwidert und schließlich von den Nationalsozialisten mörderisch widerrufen. Doch dieses Ende einer noblen Illusion, wie Mosse den Weg deutscher Juden nannte, entwehrte den Weg nicht. Nach ihrer Emanzipation, schreibt er, nahmen die deutschen Juden ein Judentum an, das Respekt forderte. Damit hätten die deutschen Juden langfristig, seine Wortwahl, langfristig eine attraktive Definition des Judentums jenseits von Religion und Nationalismus geschaffen. In seinen Erinnerungen ging Mosse einen Schritt weiter. In den Gesprächen mit Scholem habe er gemerkt, dass er mit dessen Analyse der Situation deutscher Juden im 19. Jahrhundert nicht unbedingt uneins sei. Damit meinte er, die deutsch-jüdische Symbiose, an der er gegen Scholem festhielt, habe wörtlich ein Judentum jenseits des jüdischen Glaubens geschaffen. Das war auch Mosses eigene Position. Und diese Art von Symbiose, die sich auf dem Fundament des Liberalismus und der Aufklärung vollzogen hatte, welche Scholem verabscheute, sie sei eine vertane Chance und zugleich eine Hoffnung für die Zukunft. Seine Worte. Trotz des scharfen Widerspruchs Scholems wähnte sich Mosse einig mit ihm in der Bedeutung, die sie beide der Bildung zusprachen und wie sie diese definierten. In seinem Aufsatz Gershom Scholem als ein deutscher Jude, auf Englisch publiziert, charakterisierte Mosse ihn als durch und durch imprägniert vom deutschen Verständnis von Bildung. Das muss überraschen, denn Mosse fühlte sich dem Bildungsideal Wilhelm von Humboldts verpflichtet. Scholem hingegen sah in Humboldt den Repräsentanten eines Weges in die deutsche Kultur, der zwar liberal gedacht gewesen sei, aber gesetzt habe auf wörtlich fortschreitende Selbstauflösung der Juden durch Bildung. Hannah Arendt urteilte radikaler. Sie nannte diesen Bildungsweg die unblutige Ausrottung des jüdischen Volkes, die der furchtbar blutigen Ausrottung von jüdischen Individuen vorangegangen sei. Schon 1935 hatte zum Beispiel Josef Kastein vom Vernichtungsgedanken gesprochen, der dem Erziehung, so sagte er, dem Erziehungsexperiment am Juden eingestiftet gewesen sei, überall in Europa. Er sah keinen spezifisch deutschen Bildungsweg. Der Name Humboldt taucht bei ihm nicht auf.
Für Scholem hingegen verkörperte Humboldts Bildungsideal den von Anbeginn falschen Staat in den Beziehungen der Juden und der Deutschen, weil diese kulturelle Integration durch Bildung den Verzicht vorausgesetzt habe auf die Totalität einer jüdischen Existenz in Deutschland. Scholems Worte. In diesem Ideal von Totalität sah Mosse Humboldt und Scholem wahlverwandt, fundiert in der Bildungsidee. Bildung als Selbstkultivierung, wie es Humboldt als Ideal entworfen hatte, innere Verbesserung und Veredelung zum eigengebildeten Menschen, Humboldts Worte, ein Prozess, in dem der Staat nichts zu suchen habe. Diese Idee von Bildung, Mosse nannte sie ein singulär deutsches Ideal, das es in keiner anderen Nation gebe. Diese liberale Bildungsidee habe nicht nur den jüdischen Weg in die deutsche Kultur bestimmt, sondern auch das Denken Scholems, der doch diesen Weg verabscheute als wörtlich Liquidation der jüdischen Substanz durch die Juden selber. Liquidation durch Bildung. Mosse bindet also Scholem an das deutsche Bildungsideal, wie es in Humboldt seinen entschiedensten Befürworter gefunden hatte. Mosse spitzte seine Deutung Scholems gegen dessen Selbstwahrnehmung noch weiter zu. Dessen Kulturzionismus, der nicht auf einen jüdisch-nationalen Staat setzte, sondern auf kulturelle Formung, sah Mosse angelegt im deutschen Bildungsideal Humboldtscher Prägung, wonach Charakterbildung kulturell geschehe, nicht politisch. Dieses Bildungskonzept sei im Laufe des 19. Jahrhunderts vom deutschen Bildungsbürgertum pervertiert worden. Hier stimmt Mosse wieder mit Scholem überein. Scholem hat nämlich die Zeit Humboldts gewürdigt als eine glückliche Stunde. Ich zitiere Scholem: Diese Amalgamierung einer großen historischen Stunde hat ihrer Intensität und ihrem Umfang nach keine Parallele in den Begegnungen der Juden mit anderen europäischen Völkern. Aus dieser ersten Begegnung fiel ein großer Schein auf alles Deutsche. Aber, so Scholems Urteil, es blieb der Schein eines glücklichen Augenblicks in der Geschichte. Doch stark genug, einen Entfremdungsprozess einzuleiten, in dem wörtlich die Liste der Verluste der Juden an die Deutschen unendlich lang geworden sei. Eine Entfremdung durch Bildung, so sah Scholem. Eine noble Bildungsillusion, so sah es Mosse. Attraktiv genug, selbst Scholem lebenslang einzubinden. Gershom Scholem, ein deutscher Bildungsbürger wider Willen, noch in seinem Kulturzionismus. So möchte ich George Mosses Deutung von Scholems Bildungsideal zuspitzen. Ein Ideal, das vom deutschen Bildungsbürgertum aufgegeben worden sei. In Jerusalem habe es überlebt. Weimar in Jerusalem, nennt Mosse es in seinen Erinnerungen. Er war verblüfft, schreibt er, über den Widerspruch zwischen dem deutschen Lebensstil und der deutschen Kultur, die das Ehepaar Scholem und viele ihrer Freunde lebten, und der Absage an das gesamte Experiment des deutsch-jüdischen Zusammenlebens. In der kleinen kulturzionistischen Vereinigung Brit Shalom, die einen binationalen Staat in Palästina forderte, Scholem hatte ihr einige Jahre angehört, sah Mosse einen letzten Widerschein jenes deutschen Bildungsideals, das bereits im 19. Jahrhundert in Deutschland gescheitert sei. Ganz auf das Individuum ausgerichtet, Bildung zum eigengebildeten Menschen Humboldt. Das Scheitern dieses liberalen Bildungskonzepts sieht Mosse im deutschen Bildungsbürgertum begründet, nicht im jüdisch-deutschen. Es habe an dem ursprünglichen Bildungskonzept noch festgehalten,
als die deutschen Bildungsbürger es längst aufgegeben hatten. Mosse hat diese Deutung auf einer der Tagungen vorgetragen, die der Arbeitskreis für moderne Sozialgeschichte in den 1980er Jahren der Erforschung des Bildungsbürgertums gewidmet hatte. Schwer zu bilanzieren, dieses Projekt, an dem auch ich teilgenommen habe. Nach rund 7 Jahren Diskussion waren wir uns nicht einmal einig, ob es dieses Bildungsbürgertum als soziale Formation überhaupt gegeben habe. Die Worte Bildungsbürger, Bildungsbürgertum tauchen in den Quellen erstmals 1920 auf, als Kritik. Als man den Begriff fand, wurde die Existenzberechtigung der Gruppe, die man damit erfasste, bezweifelt. Wie wurde Bildung in diesen deutschen und jüdisch-deutschen bildungsbürgerlichen Kreisen verstanden? Sah man sie mit Liberalismus verbunden? Welche Art von Liberalismus? Ich folge zunächst erneut Mosses Spuren. In seiner schmalen, aber gewichtigen Schrift »Jüdische Intellektuelle in Deutschland« lässt er den Frankfurter Rabbiner Dr. Cäsar Seligmann sprechen. Er habe 1904 in seiner Festpredigt zur Jahrhundertfeier des Philanthropien Ideen vertreten, die, so Mosse, die meisten gebildeten und intellektuellen deutschen Juden geteilt hätten. Der Rabbiner hielt eine Bildungspredigt, eine liberale Fortschrittserzählung vom geistigen Ghetto in die Wiedergeburt des Judentums. Wodurch kam dieses Wunder zustande? Was hat diese mächtige Umwandlung eines ganzen Volkes in so kurzem Zeitraum bewirkt? Was ließ das Judentum innerlich und äußerlich neu geboren werden? Es gibt nur eine Antwort: die Befruchtung mit der deutschen Kultur. Seine Worte. Der Reformrabbiner feierte die Macht der deutschen Bildung und die deutsche Wissenschaft, doch er sprach auch von der Gefahr, dass die jüdische Individualität an die deutsche Kultur, seine Worte, verloren gehen könnte. Er zeigte sich zuversichtlich, dass dies nicht geschehen werde, wenn endlich jüdische Individualität im deutschen Vaterlande als gleichberechtigt anerkannt werde. Eine liberale Fortschrittserzählung, die endet mit einer Mahnung an die nicht-jüdische Mehrheit der Bildungsbürger, ihren jüdischen Doppelgänger als gleichwertig anzunehmen. Genau diese Haltung nannte Scholem kleinbürgerlich-liberal, eine Orgie der Mittelmäßigkeit, die gehofft habe auf den, so Scholems, wie ich finde, verstörend maßlose Kritik, auf den liberalen Messias. Achtung der Individualität, Kern der deutschen Bildungsidee Humboldtscher Prägung, forderte der liberale Frankfurter Reformrabbiner auch in anderen Reden und Schriften immer wieder: Achtung der jüdischen Individualität. Wie schlecht es darum bestellt sei, auch im Liberalismus, wurde damals um 1900 im liberalen Judentum immer wieder beklagt. Einen tiefen Einblick gewährt der Artikel »Religiöser und politischer Liberalismus«, den der Reformrabbiner Dr. Felix Goldmann 1910 in der Monatsschrift »Liberales Judentum« veröffentlicht hat. Er war damals Nachfolger von Leo Beck an der Synagoge in Oppeln. Goldmann tat das, was George Mosse nur selten gemacht hat. Er konkretisierte Liberalismus als Parteiliberalismus, während Mosse mit liberal meist den Gegenpol benannte zu Totalitarismus. Sein Interesse an der neueren Geschichte kreise, so hält er in seiner Erinnerung fest, um das Scheitern des Liberalismus, das in den Versuch geführt habe, das Vermächtnis der säkularen Aufklärung zu liquidieren. Seine Forschung, die den Wurzeln von Faschismus und Nationalsozialismus nachspürt, nannte er »Mein Bekenntnis zum Liberalismus«, nicht zu liberalen Parteien,
Zumal, so schrieb er, in der deutschen Politik ohnehin die Sozialdemokratie die liberalen Positionen besetze. Wenn Mosse vom jüdischen Bildungsliberalismus sprach, von der Einheit von Bildung und Liberalismus in seiner Familie und im jüdischen Bildungsbürgertum, so darf man liberal nicht übersetzen mit parteiliberal. Liberal hieß für ihn den Idealen der Aufklärung verpflichtet, das gebildete Individuum als das Maß von Bildung und Politik. Dieses Verständnis von liberal ist mir aber doch zu weit gefasst, um historisch nach Bildungsliberalismus zu fragen. Rabbiner Goldmann hatte 1910 genauer hingeschaut. Seine Sicht: eine jüdisch-liberale Kritik an der deutschen Gesellschaft und insbesondere am politischen Liberalismus führt mitten in unser Thema. Es gibt eine Interessengemeinschaft, so Goldmann, zwischen politischem Liberalismus und den jüdischen Religiös-Liberalen, zu denen er sich bekannte. Beide, so definierte er liberal, beide sind die bewussten Feinde jeder Verknöcherung und jedes Stillstandes. Beide sind die Anhänger eines lebendigen Fortschritts. Diese Ideengemeinschaft habe eine große Bewährungsprobe bestanden, denn, wörtlich wieder, die Erringung der staatsbürgerlichen Rechte der Juden war eine Konsequenz der politisch-liberalen Gedanken. Den politischen Liberalismus zu unterstützen, bedeutet für die Juden eine Gewähr für die Wahrung ihrer Menschenrechte. Und deshalb habe sich die religiös-liberale Richtung des Judentums an die Seite der Deutschen Fortschrittspartei gestellt, also an die Seite der Linksliberalen. Doch inzwischen sei dieser politische Liberalismus eine Gefahr für die deutschen Juden geworden, denn die Liberalen hätten, wörtlich, alles Augenmaß für die Bedeutung der Religion verloren. Die Religion als Kulturfaktor, so Goldmann, unterschätze der politische Liberalismus sträflich. Warum sah der religiös-liberale Rabbiner darin eine Gefahr für die deutschen Juden? Weil der liberale Grundsatz unbedingter Toleranz gegenüber jeder Religionsgemeinschaft die politische Realität in Deutschland zulasten der Juden gänzlich verfehle. Das Christentum, so sagte er, sei nun einmal eine Art von Staatsreligion und deshalb sei bloße Toleranz gegenüber anderen Religionen eine Diskriminierung dieser anderen. In der Politik bedeutet dies, dass auch die liberalen Parteien möglichst keinen Glaubensjuden für ein Wahlamt aufstellen. Die wenigen Renommierjuden, so nannte sie der Rabbiner, änderten daran nichts. Der getaufte Jude sei im politischen Liberalismus willkommen, nicht der gebildete Glaubensjude. Der liberale Rabbiner wollte die Bindung der liberalen Juden an die liberalen Parteien lösen, denn sie seien zum Hort des religiösen Indifferentismus geworden, seine Formulierung Indifferentismus. Der Liberalismus habe, wörtlich, die Bedeutung der Religion im Leben des Kulturmenschen völlig unterschätzt und so den Zusammenhang mit der Zeit verloren. Deshalb sei der Liberalismus kein politischer Bündnispartner für liberale Juden in der jüdischen Renaissance unserer Tage. Ja, so die bittere Bilanz des liberalen Rabbiners: der Liberalismus hat an der Erhaltung des Judentums und seiner Religion nie ein Interesse bewiesen. Mit diesem Urteil ist der religiös-liberale Rabbiner nah bei der Deutung Gershom Scholems oder Hannah Arendts. Ich zitiere den Rabbiner: Assimilation durch Taufe und Mischehe, das sei das Ziel der politischen Liberalen. Taufe als die endgültige
Erledigung des Judentums, Mischehe als die etwas langsamere Todesart. Doch welchen Weg auch immer die Liberalen empfehlen, wieder wörtlich, die Judenfrage ist für sie gleichbedeutend mit der Frage, wie man jene lästige Gemeinschaft möglichst schnell und möglichst schonend aus der Welt bringen könne. Der Antisemit bekämpft die Person des Juden, der Liberale tut das nicht. Beide sind sich aber einig in dem Gedanken, dass die Sache schwinden muss. Solange der Liberalismus es nicht lerne, die Bedeutung der Religion als eines nicht zu umgehenden Kulturfaktors zu erfassen, solange sei dieser politische Liberalismus eine Gefahr für jeden Juden, der als gebildeter Deutscher Jude bleiben will. Der Rabbiner wusste, diese Mehrheitsmentalität, auch unter den Liberalen, wird sich nur langfristig ändern lassen. Deshalb verlangte er, die jüdische Identität deutscher Juden verfassungsrechtlich zu sichern, indem die jüdische Religion in der gleichen Weise staatlich unterstützt werde wie die christlichen Religionen, etwa bei der Finanzierung von Schulen, des Religionsunterrichts oder der Geistlichen. Goldmann verlangte also, die rechtliche Gleichstellung zu ergänzen durch eine kirchenrechtliche. Auf unser Thema bezogen, jüdische Bildung nicht mehr ausschließlich als staatsfreie innere Verbesserung und Veredelung zum eigengebildeten Menschen, sondern auch die jüdische Bildung, eine Bildung, die den Juden nicht ihre jüdische Identität nimmt, soll als staatliche Aufgabe gelten. Das deutsche, insbesondere das protestantische Bildungsbürgertum, hatte sich ja längst daran gewöhnt, dass ihm der Staat in den Gymnasien einen Bildungsort finanzierte, der Aufstieg durch Bildung aus bildungsfernen Sozialschichten nicht verhinderte, aber doch nicht ganz leicht zu überwindende Schleusen einbaute. Die Fixierung auf humanistische Bildung über Griechisch und Latein gehörte zu diesen Schleusen. Den jüdischen Bildungsaufstieg hatten sie nicht gebremst. Deshalb, so empfanden es jüdische Liberale wie der zitierte liberale Rabbiner, wurden andere Instrumente eingesetzt, um den Juden zu entjuden. So hatte schon das Erziehungsprogramm des deutschen Mehrheitsliberalismus im Vormärz gelautet. Die höhere Schule und die Universität gehörten zu diesem Programm Entjudung des Juden durch deutsche Bildung. Davon war der Reformrabbiner überzeugt. Deshalb forderte er, die Juden als Religionsgemeinschaft im staatlichen Bildungswesen gleichzustellen, indem der Staat jüdische Bildungsinstitutionen dort, wo Juden diese für nötig hielten, in der gleichen Weise fördere, wie er es mit den Bildungsstätten tat, die zwar als religiös neutral gehalten, es aber nicht waren. Für jene Juden, die ihre Religion nicht an deutsche Bildung verlieren wollten, verlangte er also das, was Mosse als Grund für die Pervertierung des ursprünglichen Bildungsideals Humboldtscher Prägung benannte: Bildung staatlich zertifizieren. Bildung als Abgrenzung einer Bildungselite nach unten und auch als Abgrenzung gegen nichtchristliche Religionen, denen man nicht den gleichen Bildungswert zuerkennen wollte wie den christlichen. Mosse hat, meine ich, diesen Willen deutscher Juden, sich in den Bildungsinstitutionen durchzusetzen, unbeabsichtigt ins Zwielicht gerückt, denn von diesen Institutionen sah er ja die Pervertierung der ursprünglich staatsfernen liberalen Idee von Bildung als Persönlichkeitsbildung ausgehen. Vielleicht ist diese Einschätzung daraus zu verstehen, dass seine Familie, die er vor Augen hatte, wenn er von der noblen Illusion der jüdischen Gebildeten sprach, nicht über staatlich
zertifizierte Bildung aufgestiegen ist. Das Haus Mosse repräsentiert den Aufstieg von Juden in ein liberales Wirtschaftsbürgertum, in dem Bildung nicht gleichgesetzt wurde mit akademischer Bildung. Erst die Folgegenerationen taten den Schritt in die akademisch zertifizierte Bildung. Wirtschaftlicher Erfolg stand am Anfang, verbunden mit dem Streben nach Bildung ohne Bildungspatente. Sie traten erst danach in den Vordergrund. Innengeleitet war die Bildung ohne Bildungspatente der Gründergeneration aber nicht. Sie wurde stolz präsentiert in der künstlerischen Ausstattung der Villen, in der Bibliothek mit den kostbaren Erstausgaben der Bildungsklassiker, in den Hauskonzerten mit bekannten Musikern. Nicht die künstlerische Avantgarde wurde aufgenommen, sondern das, was als gesicherter bildungsbürgerlicher Geschmack galt. Darin unterschied sich das Haus Mosse nicht vom Mehrheitsgeschmack im deutschen Bildungsbürgertum. Die Mosses waren angekommen. George Mosse spricht in seinem Aufsatz über Scholem als deutscher Jude einen weiteren Aspekt von Bildung an, den er ansonsten nicht beachtet. Auch hier nur eine Randbemerkung, mehr nicht. Sie führt in ein Bildungsverständnis, das per se areligiös säkular angelegt war. Wissenschaft als Bildung. Bildung durch Wissenschaft. Scholem habe, so deutet ihn Mosse, dem Studium der jüdischen Geschichte eine genuin wissenschaftliche Grundlage gegeben, weil er sie als einen offenen Prozess verstanden habe. Für Scholem habe es kein Wesen des Jüdischen gegeben. Jüdische Geschichte erschließe sich ausschließlich durch die wissenschaftliche Lektüre der jüdischen Quellen. Damit habe Scholem mit dem Essentialismus gebrochen, der jeder Form von Nationalismus eigen sei, auch dem Jüdischen. Heute würde man wohl vom methodologischen Nationalismus sprechen. Ihm habe Scholem die Zieloffenheit der Geschichte entgegengesetzt und der historischen Forschung. Beide, Mosse und Scholem, werden so einem Bildungsverständnis eingefügt, auf dem die Universitäten im deutschsprachigen Raum seit dem 19. Jahrhundert bis in die zweite Hälfte des 20. ihr Selbstverständnis gegründet haben. Das möchte ich Ihnen nun in einem letzten Schritt erläutern, verbunden mit der Frage, war diese Form von Bildung liberal? Die Universitäten vergeben jene Bildungspatente, die im Laufe des 19. Jahrhunderts immer stärker zur Grundlage für den bildungsbürgerlichen Geltungsanspruch geworden sind. Mit ihnen wurde Leistungswissen, das sich beruflich verwerten ließ, zertifiziert. Zugleich dokumentierten sie im Selbstverständnis des deutschen Universitätsmodells wissenschaftliche Bildung. Dieses Selbstbild haben die Rektoratsreden Jahr für Jahr immer wieder bezeugt an allen Universitäten, ohne jede Ausnahme. Ein paar Worte zu dieser Quelle und zum Bildungsverständnis, das aus ihr spricht. Im 19. Jahrhundert entstand an den Universitäten im deutschen Sprachraum die bis um 1968 reichende Tradition, dass der Rektor jedes Jahr am Festtag seiner Hochschule über die Bedeutung von Universität und Wissenschaft sprach. Er erläuterte, welche Bedeutung die Hochschule sich und der Wissenschaft zuschrieb, was sie für die Menschheit leistet und für die eigene Nation, vor allem aber, wie sie die Studierenden bilde. Jeder Rektor, egal aus welchem Fach, jeder Rektor bekundete Jahr für Jahr immer wieder aufs Neue, wissenschaftliche Bildung als die höchste Form von Bildung entstehe, wenn man im Studium lernt, sich mit offenen Fragen wissenschaftlich geschult auseinanderzusetzen. Wissenschaftliche Bildung im Studium als Verhaltensform eingeübt, sollte den Einzelnen dazu befähigen, in allen
Lebens- und Berufsbereichen auf wissenschaftlicher Grundlage nach Lösungen für ungelöste Probleme zu suchen. Diese Form von Bildung, so die Kernüberzeugung, vermittelt jedes Universitätsfach, sofern es Forschung und Lehre verbinde. Deshalb war dieses Bildungsideal offen für die naturwissenschaftlichen und die technischen Fächer. Pointiert gesagt, der bildungsbürgerliche Bildungsbegriff, wie er das Gymnasium prägte, insbesondere das humanistische, war auf einen an der Antike orientierten Kanon ausgerichtet. Der Bildungsbegriff hingegen, wie ihn die Universität bekundete, die Spitze der Bildungszertifizierungsorte, war ohne Kanon, Bildung aus Forschung. Aus diesem Bildungsverständnis heraus wurde in dem deutschen Universitätsmodell das Postulat der Einheit von Forschung und Lehre begründet. Im Kern dieses Credos stand der Bildungsbegriff. Forschung bildet und deshalb müsse die Lehre aus Forschung erwachsen. So lautet das bildungstheoretische Fundament dieses Universitätsmodells. Sie werden mir nachsehen, dass ich es auch in dieser Universität nicht das Humboldtsche nenne. Mosse hatte das nicht vor Augen, als er Scholems Verständnis von Judentum bestimmte als nicht essentiell, sondern geschichtsoffen, nur zu erkennen durch historische Forschung. Er stellte also, ohne diesen Zusammenhang zu kennen, Scholems Wissenschaftsverständnis in eine Tradition, die an den deutschsprachigen Universitäten Jahr für Jahr bekundet wurde. Forschung bildet die Universität als Bildungsinstitution. Wissenschaftliche Bildung als Offenheit gegenüber dem noch Unbekannten forme den Charakter. Wissenschaftliche Bildung als Charakterbildung. Der Kardinalfehler in diesem universitären Bildungsverständnis war, man hat nicht erkannt, jedenfalls nicht die Rektoren, dass wissenschaftliche Bildung zwar befähigen kann, Probleme zu erkennen und Lösungen vorzuschlagen, doch sobald es um Problemlösungen geht, die auf Wertentscheidungen beruhen, lassen sie sich nicht wissenschaftlich begründen. Werturteile entstehen nicht aus Forschung. Mosse und Scholem wussten das. Die Rektoren der Deutschen Universität bezeugten immer wieder aufs Neue, dass sie es nicht wussten, trotz Max Weber. Doch im zentralen Punkt stimmt das Selbstbild des deutschen Universitätsmodells mit Scholem und auch Mosse überein, nämlich Bildung durch Forschung. Für Scholem hieß dies, zum Judentum bilden auf der Grundlage historischer Forschung zur jüdischen Geschichte. Ein elitäres Konzept. Auch darin stimmten beide überein, Universität und Scholem. Was war an diesem elitären Bildungsverständnis liberal? War es liberal? Mosse nennt es liberal, solange das Individuum im Zentrum stehe. Sein Verständnis vom Bildungsliberalismus blieb mit den Idealen der Aufklärung verbunden, Bildung als Selbstbildung. In der Zertifizierungsmaschinerie der staatlichen Bildungsinstitution verkümmere diese Form von Bildung. Die Rektoren hätten das bestritten, denn Forschung oder Forschungsnachvollzug verstanden sie als Selbstbildung. Nur wer Forschung an seinem eigenen Leib durchgekostet habe, so Max Planck in seiner Berliner Rektoratsrede 1913 über neue Bahnen der physikalischen Erkenntnis, nur der sei fähig, seine Weltanschauung wissenschaftlich zu läutern. Auch Planck sprach also von individueller Selbstbildung durch Wissenschaft. Diese Form von Selbstbildung schult aber weder die politische Urteilsfähigkeit noch bildet sie den Charakter. Das ist in Deutschland spätestens 1933 deutlich geworden, gerade auch mit Blick auf die Universitäten. Mosse spricht hier vom Scheitern des Liberalismus. Dem wird niemand widersprechen. Aber damit ist nicht die Frage beantwortet, ob wissenschaftliche Bildung, wie sie die Universitäten zu vermitteln beanspruchten, liberal genannt werden kann, ob man hier von einem Bildungsliberalismus sprechen kann.
Es war ein Verständnis von Bildung, die das Individuum forderte. Eine Form von Selbstbildung. So die Rektoren, so auch Mosse. Er verstand sie als liberal. Diese Form universitärer Bildung zum Bildungsbürger kam offensichtlich den kulturellen Einstellungen von Juden entgegen. Ihr Anteil an den Studierenden war hoch, auch an den Privatdozenten. Dann endete die Religionsneutralität der deutschen Universität. Das betraf nicht allein Juden, ebenso Katholiken und noch rigoroser Sozialisten. Die deutsche Universität war zumindest bis zum Ende des Kaiserreichs durch und durch protestantisch kontaminiert. Religiös Indifferente tolerierte der universitäre Protestantismus, auch Antireligiöse, nicht aber Bekenner der falschen Religion. Ihnen wurde die jüdische zugerechnet. Das ließ sich mit dem damaligen Verständnis von Liberalismus durchaus vereinbaren. Die zitierten liberalen Rabbiner bezeugen es, bis hin zur Feststellung, der Liberalismus der Gegenwart sei religiös indifferent und deshalb antijüdisch. Liberalismus und antijüdisch gelten hier nicht als Widerspruch. Das dürfte für das spätere 19. und frühe 20. Jahrhundert wohl realitätsgerechter sein, als es Mosse sah. Er schaute auf die liberalen Prinzipien, nicht so sehr auf ihre lebensweltliche Konkretisierung. Die Universität als Spitze der staatlichen Bildungsinstitutionen verstand sich als eine Stätte zur Heranbildung der künftigen Elite. Das war genuin liberal gedacht. Als Eliteinstitution verstand sie sich als Gegenpol zu dem, was man Massendemokratie nannte. Auch das war genuin liberal. Sie verstand sich zudem lange als eine Institution für Männer. Auch das war lange genuin liberal, jedenfalls für die große Mehrheit unter den Liberalen. Wie die Liberalen ihre Renommierjuden hatten, so hatte der internationale Liberalismus auch seine Renommierfeministen. Im deutschen Universitätsmodell waren die christlichen Theologien integriert, doch die Universität verstand sich als religionsneutral und nicht wenige ihrer Professoren waren dezidiert religionskritisch. Auch das war genuin liberal. Der deutsche Liberalismus war nicht durchweg religiös indifferent, doch als Kulturfaktor schätzen die Liberalen die Religion im Allgemeinen nicht sehr hoch. Da hatte Rabbiner Goldmann sicherlich recht. Der liberale Bildungsbegriff war wie der universitäre areligiös. Reinhard Koselleck hat das anders gesehen. In dem erwähnten Projekt des Arbeitskreises für moderne Sozialgeschichte beharrte Koselleck darauf, Bildung im deutschen Verständnis sei erstens eine quasi-religiöse Weltanschauung, zweitens persönlichkeitsbezogene Selbstbildung und habe sich drittens auf einen Kanon humanistisch-klassischer Texte gestützt. Letzteres gilt dezidiert nicht für die wissenschaftliche Bildung, wie sie die Rektoren immer wieder begründet haben. Koselleks zweiten Punkt teilten sie durchweg, nämlich die Universität in ihrem deutschen Modell als Bildungsinstitution, die den Einzelnen lebenslang präge. Seinem ersten Punkt, Bildung sei quasi religiös, hätten die wenigsten zugestimmt. Koselleks Definition von Bildung dürfte auch im jüdischen Bildungsbürgertum so nicht geteilt worden sein. Forschung als Bildung. Dieses Selbstbild des deutschen Universitätsmodells haben diejenigen deutschen Juden, die auf Bildung setzten, vorbehaltlos angenommen. Die Forschungsuniversität als Bildungsstätte war ihr Ort. Bis zum Privatdozenten. Dann fiel das Religionsgitter. Es verlangte Aufgabe des Jüdischen durch Taufe.
Selbst ein so vehementer Kritiker des Weges deutscher Juden in die deutsche Kultur wie Scholem habe dieses Konzept Bildung durch Wissenschaft verinnerlicht. So George Moss, ein, wie ich meine, deutscher Bildungsbürger par excellence, ein Liberaler. Bildungsbürger, der auf eine liberale Sozialdemokratie oder einen sozialen Liberalismus hoffte, weil er von ihnen erwartete, dass sie dem Ideal Bildung als Selbstbildung eine zeitgemäße soziale Grundlage schaffen werden. George L. Moss schrieb vom Scheitern des liberalen Bildungsbürgertums. Doch dessen Bildungsideal hatte er verinnerlicht. Er suchte es zu leben. Er hatte nicht befürchtet, diese säkulare Bildung könnte ihm seine jüdische Identität nehmen. Andere sahen das anders. Eine offene Frage also. Liberale Indifferenz gegenüber Religion beantwortet sie nicht. Religiöse Menschen sehen in ihr, in liberaler Indifferenz, kein kulturoffenes Integrationsangebot, damals wie heute. Was das für den Liberalismus heute, für eine liberale Gesellschaft heute bedeuten kann, haben Philosophen wie John Rawls und Martha Nussbaum erörtert. Wer eine liberale Gesellschaft unter den Bedingungen von Zuwanderung aus anderen Kulturräumen bewahren will, wird dieser Diskussion politisch nicht ausweichen dürfen, meine ich. Besten Dank. Ich will vielleicht die Gelegenheit nutzen, gleich am Anfang, weil Sie auch zum Schluss noch den Namen Nussbaum nannten. Wie gehört denn eigentlich in dieses universitäre Konzept das angloamerikanische der Liberal Arts? Ist das eigentlich eher auf der Kanonseite oder eher auf der Forschungsseite? Also, ich gehe mal in die damalige Diskussion hinein. Ich habe mich in den letzten Jahren viel mit diesen Rektoratsreden als eine serielle Quelle beschäftigt, die über das damalige Bildungsverständnis, wie ich finde, viel aussagt. Die haben immer so argumentiert, dass sie sich von dem britischen, englischen und dem französischen Modell abgegrenzt haben. Zumindest bis zum Kaiserreich, Ende des Kaiserreichs und noch in die Weimarer Republik hinein, haben sie nicht so sehr in die USA geschaut, wenngleich einige schon gesehen haben, was da entsteht. Und sie haben, das könnte man ja vielleicht am ehesten dann mit dem englischen Modell auch vergleichen, sie haben dann in aller Regel so argumentiert, dass sie diese Ausbildung in solchen Colleges sehr gelobt haben, aber immer argumentiert haben, dort wird nur gelehrt und nicht mit Forschung verbunden. Und deswegen meinten sie, diese Form von Bildung, die dort erschaffen wird, habe nicht die Qualität wie die wissenschaftliche Bildung, die sie vermitteln. Und wenn sie nach Frankreich schauten, haben sie immer betont, dass dort Forschung und Lehre strikt getrennt sei. Und das war natürlich auch eine Legitimationsstrategie, um dieses deutsche Universitätsmodell so behaupten zu können, wie sie es für richtig hielten. Aber wirklich auseinandergesetzt haben sie sich damit nicht. In diesem Prozess, der auf der einen Seite konnotiert wird mit Wilhelm von Humboldt und so weiter, haben wir doch auch, und Sie erwähnten das, mit in Deutschland diese kuriose Selbstverständlichkeit, dass es theologische Fakultäten in staatlichen Universitäten gibt. Und es hat auch Universitätsgottesdienste gegeben und die gibt es auch immer noch. Wie passt das denn eigentlich dann in dieses Rektoratsredenmodell einer wertabstinenten Forschung
Bildung Allianz. Ja, wertabstinent haben die das nicht verstanden, nee, das habe ich gesagt, dass sie keine Werte produzieren konnten, auch wenn sie glaubten, dass diese Form von wissenschaftlicher Schulung gewissermaßen per se Charakterbildung sei. Daran haben sie geglaubt. Das war also meine Worte. Sie hätten das strikt bestritten. Sagen Sie noch mal was? Meine Frage war, wie kommt man eigentlich aus mit dieser Formel, Theologie, mit der theologischen Fakultät? Ja, also es gab vielfach Kritik, auch aus Professoren daran. Die evangelischen Theologen, die sich vor allem damit auseinandergesetzt haben, haben das Problem, wenn sie Rektoren waren, und das waren sie häufiger, so gelöst, dass sie gesagt haben, auch die Theologie sei ebenso wissenschaftlich ausgerichtet und ergebnisoffen in ihrer Forschung wie alle anderen Fächer auch. Daran haben sie offensichtlich geglaubt. Und das war ihre Begründung, warum die Theologien in die Universität gehören. Und ich meine, das, wie sehr man daran geglaubt hat, sehen Sie ja eher in Berlin. Harnack hat sich damit auseinandergesetzt, wie man mit Religionswissenschaften umgeht. Und seine Position war ja, das muss man eigentlich nicht in die Universität voll integrieren, weil die Theologie das schon mache. Und in seiner Rektoratsrede hat er dezidiert gesagt, wer das Christentum erforscht in seiner Geschichte, der weiß generell, wie Religion in der Gesellschaft und in der Geschichte funktioniert. Er hat also da den Anspruch verfochten. Das Studium des Christentums ist per se Religionswissenschaft und man muss das andere nicht als eigene Fächer integrieren. Ich schaue auch ins Publikum. Sie sind jederzeit aufgefordert hier mit Herrn Jank. Ich bin sehr dankbar für die Überlegungen, die Sie zur Differenz von Scholem angestellt haben gegenüber Mossel. Was Ihre Bestimmung des Liberalismus angeht, habe ich offen gestanden einen Punkt erwartet. Vielleicht können Sie den verhandeln oder nachtragen. Also die jüngere Debatte hebt ja am Liberalismus hervor, dass er einem Dilemma nicht entgehen kann. Dem Dilemma, auf der einen Seite seit der Aufklärung auf Individualismus zu setzen und auf der anderen Seite ja die Volonté générale zu vertreten. Ist das ein Dilemma, eine Differenz, die Sie auch in den Verhandlungen zwischen Scholem und Mosse sichtbar machen können? Nein. Jedenfalls in den Artikeln, in denen Mosse sich mit Scholem auseinandersetzt, und das ist vor allem dieser eine Artikel, da thematisiert er das nicht. Er behandelt in seinen Arbeiten zum Liberalismus dieses Problem, das, wie Sie zu Recht sagen, ja ein generelles Problem der Liberalen gewesen ist. Und sie haben immer große Mühe gehabt, mit der Teilhabe der Vielen. Das war meine Formulierung dafür. Sie nannten das dann Massendemokratie, Massengesellschaft, schon immer pejorativ. Aber es ging um die Teilhabe der Vielen. Das ist ihnen schwer gefallen. Und eigentlich war das liberale Konzept nicht nur in Deutschland darauf angelegt, dass das Individuum sich erst heranbilden müsse auf eine Position, um als Staatsbürger in vollem Maße teilhaben zu können. Also ein Erziehungskonzept, das natürlich die Liberalen dann im Zeichen eines allgemeinen Männerwahlrechts nicht mehr durchhalten konnten, aber es hat ihnen große Probleme bereitet.
Und ihr Bildungskonzept ist immer elitär geblieben, wie das Bildungsbürgerliche generell. Da Sie gerade den Begriff bildungsbürgerlich so selbstverständlich benutzt haben und vorhin am Anfang ausgeführt haben, dass das Projekt, das lange Jahre diskutiert, ob dieser Begriff überhaupt zu halten sei. Und Sie erwähnten dann auch, dass die Emergenz des Begriffs in den 20er Jahren liegt und eigentlich nur eine kritische Stoßrichtung hatte. Was würden Sie, wenn Sie jetzt die anderen aus dem Arbeitskreis nicht mehr dabei sind, wie würden Sie die Frage beantworten? Also, es war permanent die Debatte, wie man das Bildungsbürgertum denn fassen kann. Und die meisten Historiker in diesem Kreis plädierten dafür, das so zu tun, wie man andere soziale Formationen auch untersucht. In welchen Organisationen waren sie? Aus welchen Sozialkreisen kamen sie? Das war, wie hat Kozelek das genannt? Das war eine sozialhistorische Erpressung seines Konzepts, so hat er das genannt. Aber der Soziologe Lepsius stimmte da völlig mit Kozelek überein. Er meinte, Bildungsbürgertum müsse man als eine kulturelle Haltung, eine Form kultureller Vergesellschaftung fassen. Und man dürfe nicht danach fragen, wie denn die Individuen sozial verortet waren. Er hat dezidiert gesagt, das sei völlig langweilig, Bildungsbürgertum so zu untersuchen, wie man etwa das Arbeitermilieu untersucht. Bildungsbürgertum sei etwas anderes. Man könne es nicht sozial verorten, weil sich diese Gruppe selber über Kultur und Bildung, Kultur- und Bildungsverständnis definiere und dort eben sozial übergreife. Dass dieses Übergreifen nur in einem bestimmten gesellschaftlichen Segment stattgefunden hat, hat ihn nicht so erregt, Sozialhistoriker wie mich schon. Und wir sind da nie zu einer Position gekommen. Ja, klingt nicht so. Edel. Ich hoffe, ich habe das angemacht, ja. Ja, großen Dank für Ihre sehr differenzierten Ausführungen, die ja so zwei Stoßrichtungen hatten, wenn ich es richtig gehört habe, dass Sie auf der einen Seite kritisch in Frage stellen, ein Bild der Aufklärung, dass dieses Projekt, diese Mission begreift als eine Erfolgskollaboration von Protestanten und Juden auf der einen Seite und gleichzeitig die Perspektive auf eine Universität, die durch den Slogan Bildung durch Wissenschaft, den sich unsere Humboldt-Universität ja auch für die Exzellenzinitiative noch einmal eigens auf die Fahnen geschrieben hat, eigentlich zum Erfolgsmodell für die Protestanten wird, während es für die Juden bestimmte Hürden dann errichtet, wenn sie jedenfalls daran festhalten wollen, ihr Glaubensidentität nicht preiszugeben. Die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, es gibt einen blinden Fleck in Ihrem Vortrag und das sind die Katholiken. Also man hätte vermuten können, dass das, was Sie jetzt zwischen Protestanten und Juden ausgeführt haben, ja auch zum Gegenstand einer innerchristlichen Debatte wird, wo die Protestanten als diejenigen, die im Prinzip über den Kulturprotestantismus ja auch ein Stück religiöse Identität zugunsten eines Selbstverständnisses als liberal, säkular, aufgeklärt, weltzugewandt preisgegeben haben, von dort aus lächelnd auf die Katholiken zurückgeschaut haben. Also gibt es ähnliche Diskussionen, wie Sie sie jetzt an dieser protestantisch-jüdischen Schnittstelle nachgezeichnet haben, auch zwischen Protestanten und Katholiken? Ja, das Verhältnis zwischen Bildungsbürgern und Katholiken ist wirklich schwierig zu bestimmen. Es ist so, wie sich Bildungsbürger kulturell definiert haben,
ist das ein protestantisches Phänomen gewesen. Und für Moselleck war ohnehin klar, Katholiken gehören da nicht rein. Das ist ja auch aus der damaligen Zeit her nachzuvollziehen, weil Katholiken in Deutschland die Universität als ein feindliches Gebiet betrachtet haben. Also die katholischen Studierendenverbände, etwa der Akademische Bonifatius-Verein, hat es so dezidiert genannt. Und das hieß jetzt nicht, dass er aufforderte, nicht zu studieren, aber die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Universitäten nicht die katholische studierende Jugend verdirbt. Das war im Katholizismus klar, und die Debatte aus den Katholiken selber heraus, warum ihre kulturelle Position inferior sei, diese große Debatte wurde ja damals geführt, die gehört dann natürlich hinein. Also dieses Bildungsbürgertum hat sich selbst als protestantisch definiert, und Sie finden, wenn Sie sich die Debatten innerhalb des Universitätsmilieus anschauen, dann finden Sie da auch dezidierte Äußerungen, dass die österreichischen Universitäten einfach deswegen nichts taugen, weil da so viele Katholiken leben. Katholizismus und Universität passten nach diesen Vorstellungen nicht zusammen. Aber es hat jetzt nicht eine solche Diskussion gegeben, wie ich es jetzt gerade nachgezeichnet habe. Aber vielleicht darf ich das doch noch mal nutzen, weil Sie sagten so Scholem und Mosse. Mir kam es vor allem auch darauf an zu zeigen, habe ich vielleicht nicht deutlich genug herausgestellt, dass es innerhalb der religiös-liberalen Juden eine Position gegeben hat, die Scholem in gewissermaßen abgesprochen hat. Der meinte, das war eine Selbstaufgabe, aber ich habe diese beiden liberalen Rabbiner herangezogen, um zu zeigen, die haben sehr wohl kritisiert und sind fast in die Nähe von Scholem und Hannah Arendt gekommen in ihrer Kritik an dem damaligen Liberalismus. Und sie haben ihre jüdischen Glaubensgenossen aufgefordert, sich dem zu entziehen. Bildung ja, aber Bildung zu einer jüdischen Identität. Und die Frage ist eben, da hätte Scholem drauf gesagt, das geht nicht, weil deutsche Bildung so religiös imprägniert ist, dass wenn Juden da sie aufnehmen, sie ihre jüdische Identität aufgeben müssen. Diese Gefahr haben ja auch die beiden Rabbiner gesehen, die ich Ihnen vorgeführt habe. Also das ist nicht einfach eine retrospektive Befürchtung, sondern die haben Zeitgenossen unter den Juden selber schon gehabt. Und ich bin jetzt kein Bildungsforscher, sehe mein Freund Elmar da sitzen. Ich weiß nicht, ob das diese deutsche Bildungsidee darauf schon mal so richtig durchleuchtet worden ist, ob sie, wie das manche Juden gemeint haben, so christlich, religiös, vor allem protestantisch imprägniert gewesen ist, dass sie für Juden die Selbstaufgabe des Jüdischseins verlangt hat. Jedenfalls diese religiös-liberalen Juden, die ich zitiert habe, haben das gesehen, und dennoch haben sie versucht, einen Weg zu finden. Der war unterschiedlich.
Und dieser Rabbiner, den ich vorgeführt habe, das fand ich deswegen so interessant, weil er eine institutionelle Lösung angestrebt hat, über die ja heute auch nachgedacht wird, nämlich was muss man anderen Religionen an institutioneller Verankerung bieten, damit sie sich gesellschaftlich integrieren können, aber doch sie selbst bleiben können. Da kommt der Bildungshistoriker Tenort. Ich hätte Dieter dich fragen wollen, ob du nicht die Situation um 1900 und danach noch zu harmonisch stilisierst. Ich will zwei, drei Indizien dafür geben und dann meine Frage anschließen. Also die Indizien im Protestantismus, wenn ich nur in Berlin bleibe: Ernst Troeltsch wird nicht berufen. Ernst Troeltsch wird nicht berufen in die theologische Fakultät, weil die Theologen sagen, das, was du machst, mag Bildung sein, aber es hat mit Theologie nichts mehr zu tun. Du ruinierst unsere Denkform, du anerkennst nicht mehr das eigene, die eigene Gemeinsamkeit von Theologie, Religion und Lebensform, sondern beobachtest uns von außen, also um es etwas spöttisch zu sagen, so wie Friedrich Wilhelm Graf, Theologie historisiert. Ne? Troeltsch wird nicht berufen, explizit nicht. Er muss in die theologische Fakultät berufen werden, damit er da ist. Und als wir die Universitätsgeschichte machten, haben die Theologen sich geweigert, auch über Troeltsch zu schreiben. Ne? Und ich musste sie dazu nötigen, wenigstens eine Seite zu schreiben, dass sie ihre Schande eingestehen, Troeltsch nicht berufen zu haben. Das Zweite ist, das Selbstverständnis der Universität um 1900 ist nicht mehr nur, ich kenne ja deine Thesen und wir streiten uns ja schon länger, ich will es nochmal bekräftigen, ist nicht mehr nur Bildung und Wissenschaft in der einen Variante, wer forscht, wird gebildet, sondern ich bleibe auch wieder nur bei meinen Belegen bei Berlin, für die klassischen Philologen, für die Archäologen hier in Berlin, nicht nur bei Wilhelm Moritz Möllendorf, im Grunde als Konsens über alle Humanities hinweg ist klar, dieser Krempel von Fächern, der außerhalb existiert, der Naturwissenschaft, hat mit Bildung nichts am Hut. Wir brauchen die klassische Philologie, wir haben das, was die Humanities heißt und nur die bilden. Also da wird inneruniversitär ein Kanon konstruiert und gemacht, der für sich reklamiert, nur er bildet. Und die anderen haben Mühe, sich dagegen zu behaupten und verabschieden sich zum Teil auch bewusst nach außerhalb in die außeruniversitären Institute. Und was den Katholizismus angeht, das führt dann auch zu meiner Frage. An sich hatte ich immer in meinen Fußnoten und in meinem Hinterkopf, lange wie ich 2000 sowieso oder 1900 in den späteren Jahren, der sagt, es gab ein katholisches Bildungsbürgertum. Jetzt raubst du mir die Fußnote, indem du sagst, dass es das nicht mehr gibt. Ich werde dich daran erinnern. Aber die Frage ist die, wenn ich dir zugehört habe, habe ich den Eindruck, und insofern auch die Entdramatisierung oder Dramatisierung der Situation um 1900 nur für die Juden, dass denen bewusst wird, dass Bildung nicht mehr die universelle Form ist, Mensch-Welt-Verhältnisse insgesamt diskutieren zu können. Individualität sowohl der Einzelnen wie kollektive Individualität von Nationen oder von Ethnizität. Und dass sie im Streit, den du so schön beschrieben hast, das fand ich ja wirklich sehr beeindruckend zwischen Mosse und Scholem und anderen, dass sie anfangen um 1900 eine neue Form innerjüdischer Verständigung zu entwickeln, die sich im Zionismus dann sichtbar macht, bei der sie auf einmal sehen, wir müssen nicht die hergebrachte und überlieferte Form der Rhetorik von Bildung wählen, um unsere Identität zu konstruieren. Wir haben eine Alternative. Und das, was das Deutsche war, führt dann zu einem innerjüdischen, ganz scharfen Konflikt. Ein Beispiel wäre für mich der Streit während des Ersten Weltkrieges zwischen Martin Buber und Hermann Cohen. Für Hermann Cohen, wenn man den auf Palästina und Zionismus anspricht, dann teilt er dem Buber lapidar mit, das ist für mich nur eine Reisegelegenheit und hat weder intellektuell Bedeutsamkeit noch moralisch noch sonst was. Und was du, Buber, da machst, zeigt nur deine Verirrung. Also für mich wäre die Frage, die Zuspitzung, ist nicht der wirkliche Konflikt darin, dass die Bildungssemantik gesellschaftlich insgesamt um 1900 die Kraft verloren hat, die Fragen politisch, kulturell, individualitätskonstruktiv noch zu thematisieren, dass sie zerfällt und dass nichts bleibt als eine hohle Rhetorik und dass man das in einer Gruppe besonders scharf sieht, wie im Judentum, die eine Alternative zu dieser Semantik im Ende des 19. Jahrhunderts entdecken und im Zionismus und in der Konfrontation damit auf einmal sehen, das reicht nicht mehr. Wir müssen Religion und unsere Identität wieder neu sehen. Und daraus entsteht der Bruch der Symbiose und die eigene neue Konstruktion. Scholem geht nach Israel
Und Martin Buber ist auch nicht hier geblieben. Hermann Cohen bleibt, nun stirbt er dann 1919. Aber der wäre nicht gegangen. Für den wäre das eine Reise gewesen und nicht ein Identitätswechsel. Also ist nicht diese Krise schärfer, als du sie beschrieben hast, weil die Bildungssemantik und auch so eine Formel wie Liberalismus jede Qualität verloren haben, sowas wie Identität zu stiften und individuelle politische, kulturelle und gesellschaftliche Fragen noch in Einheit zu thematisieren. Ja, also Verfall der Bildungssemantik, das habe ich jetzt in der Tat nicht behandelt. Das würde, das haben wir in diesem Bildungsbürgertums-7-Jahren-Projekt intensiv gemacht mit der Frage, wann, wenn es diese Formation denn gegeben hat, und sie hat es wohl gegeben, wie immer man sie definiert, wann zerfällt sie? Und es ist bei allem Streit, die es darüber gegeben hat, es ist wohl doch eindeutig, dass diese Kraft der Gruppenbildung im Ende des 19. Jahrhunderts, im frühen 20. Jahrhundert einfach nachgelassen hat. Das würde für deine Beobachtung sprechen, dass die Bildungssemantik an Kohäsionskraft verliert. Ich würde aber, wenn man das jetzt hier auf die deutschen Juden bezieht, wie ich das gemacht habe, würde ich doch dann zunächst mal noch betonen, der Zionismus ist im deutschen Judentum bis zum Ersten Weltkrieg eine relativ kleine Gruppierung gewesen, während die meisten Juden doch diese Vorstellung Integration durch Bildung noch akzeptiert haben. Allerdings dann schon mit dieser Kritik, deswegen habe ich diese Rabbiner genommen, die den Weg eigentlich für richtig hielten, aber sahen, allein über Bildung funktioniert das nicht. Es muss was anderes hinzukommen. Was darüber war man unterschiedlicher Meinung, aber hier eben die institutionelle Absicherung. Bei Mosse und Scholem finde ich ja doch das Raffinierte in Mosses Deutung, dass Gershom Scholem, ein Zionist, Kulturzionist, der ursprünglich diesen nationalen Staat nicht wollte, aber in ihn dann hineingewachsen ist, den deutet Mosse ja vom deutschen Bildungsverständnis her. Scholem hat sich meines Wissens dazu nicht geäußert. Diesen Aufsatz, den zentralen Aufsatz, den George Mosse geschrieben hat, war nachdem Mosse schon gestorben war, und er zeigt sich überzeugt in der ersten Fußnote, langen Fußnote, die er macht, dass Gershom Scholem ihm zugestimmt hätte. Ich bin mir nicht so sicher, aber er meinte, er würde so stringent argumentieren, dass Scholem sich als deutscher Bildungsbürger wiedererkannt hätte. Also insofern, bei ihm hat die Bildungssemantik dann doch gehalten. All der ausufernden Sekundärinterpretationen, die man im 19. Jahrhundert auch noch findet. Ja, ja. Das finde ich das Tolle an Mosses Interpretation, dass er ihm sozusagen den reinen Humboldt andichtet und nicht das Gerede, das sonst existierte. Ja. Sonst kann er das nämlich nicht machen. Ja. Und dann noch, also wir wollen aber, glaube ich, nicht mit unserer, wir stimmen in fast allem überein, nur in manchem nicht. Und aber das lassen wir jetzt. Sie hatten sich noch gemeldet. Herr Professor Langewiesche, ich würde gerne mal Ihre historischen Reflexionen zum Anlass nehmen, den Bogen in die heutige Zeit schlagen zu wollen. In Ihrem Vortrag war die Rede davon, dass der politische Liberalismus die Religion als Kulturphänomen unterschätzt habe, so der, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das genau gesagt hatte. Und die Gefahr bestünde darin, dass möglicherweise nur der getaufte Jude etwas zähle und der gebildete Jude weniger.
übertragen quasi Assimilation als Totengräber der jüdischen Identität. Tauschen wir jetzt mal den Juden aus und nehmen dafür den Muslim. In der heutigen Zeit wäre der Bildungsweg für den Muslim dann die Aufgabe seiner Identität? Also ich kann die Frage nicht beantworten, will ich auch nicht versuchen, extemporieren. Ich habe aber ja bewusst darauf hingesteuert, dass man das diskutieren muss, finde ich. Und wenn man den Weg von Juden in die deutsche Gesellschaft, in die deutsche Kultur nimmt, und die Kritik, die auch liberale Juden im späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert an ihrem eigenen Weg und an der Reaktion der deutschen Gesellschaft und des Staates daran geübt haben, dann glaube ich schon, dass man aus dieser damaligen Entwicklung in der Debatte einiges lernen kann. Und ich vermute, deswegen habe ich aus den vielen Stimmen, die ich Ihnen auch sonst hätte vorführen können, was wie religiös-liberale Juden ihre eigene Position damals eingesehen haben, habe ich diesen Rabbiner genommen, der einen Vorschlag zur Institutionalisierung von Differenz gemacht hat, aber mit Blick auf Gleichstellung innerhalb der deutschen Gesellschaft, was den Staat angeht, aber doch Institutionalisierung von Differenz. Und ich vermute, dass wir uns mit diesem Problem auch auseinandersetzen müssen. Und ich würde annehmen, dass das ein wichtiger Weg, der richtige Weg wäre. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich als Historiker sehr stark auf Institutionalisierung immer schaue, auch zur Konfliktregelung. Und hier ist ein solcher Vorschlag gemacht worden, der auf institutionelle Gleichstellung der Konfessionen aus war. Hat man das gehört? Ja, auf institutionelle Gleichstellung der Konfessionen. Und das ist eine Debatte, die uns, glaube ich, bevorsteht. Ich dachte, da packen einige an. Ich habe deswegen John Rawls und Martha Nussbaum genannt, weil die sich ja Gedanken darüber gemacht haben, wie politischer Liberalismus heute organisiert sein müsste. Und ich finde, dass letztlich wenig handhabbar, wenn Sie dran denken, John Rawls differenziert zwischen dem, was er den umfassenden Liberalismus nennt, das gesamte Leben, alle Aspekte von Leben, und der politische Liberalismus, der sich mit der politischen Dimension beschäftigt und nur diese Dimension solle staatlich geregelt werden. Aber damit wird dann alles ausgegrenzt, was religiöse Gruppierungen zu ihrer eigenen Identität auch zählen. Und insofern finde ich das keinen wirklichen handhabbaren Vorschlag für politische Gestaltung. Während der liberale Rabbiner einen solchen Vorschlag der Institutionalisierung von Gleichheit und Differenz gemacht hat. Ich finde es in dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant, ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgt haben, dass Teil der Regierungskoalition hier in Berlin oder ein Teil der Koalitionsvereinbarung auch vorsieht, ein Zentrum für islamische Theologie oder eine Institution für islamische Theologie zu bilden. Das ist ein langjähriger Prozess gewesen, mit den muslimischen Verbänden gemeinsam irgendwie zu ventilieren,
was der Konnex von Universität und islamischer Theologie hier in Berlin sein könnte. Und ich fand es erstaunlich, als diese Pläne publik waren, wenn ich mir anschaue, wie viele Stimmen sich artikulierten, die jetzt auf einmal eine laizistische Universität forderten und gewissermaßen das, was als so Inklusionsgeste des Staates für die muslimische oder für die islamischen Religionsgemeinschaften gedacht war, im Prinzip funktionierte ganz anders als eine Vorstellung, wie kann es überhaupt sein, dass wir Theologien noch an Universitäten haben, die doch eigentlich Stätten von Wissenschaft sind. Und insofern ist gewissermaßen die Umarmungsgeste bei gerade einer größeren Gruppe, die irgendwie eine Verbindung zur Universität hat, eigentlich zunächst mal nicht aufgegangen. Ja, ich hab diese Berliner Diskussion nur aus den Medien verfolgt. In Tübingen gibt es ja auch ein solches Zentrum. Und nach allem, was ich mitbekomme, funktioniert das. Ich kann allerdings Ihnen nicht sagen, welche Verbindungen zwischen der evangelisch-theologischen, katholisch-theologischen Fakultät und diesem Zentrum besteht für islamische Theologie. Aber dass aus den christlichen Theologien kein Widerstand kommt, das möchte ich daran erkennen, dass Sie daran mitwirken, dass jetzt ein gemeinsames Gebäude für die Bibliothek, für eine gemeinsame Bibliothek gebaut wird, beziehungsweise dass die jetzige schon gemeinsame Bibliothek von Katholiken und Protestanten erweitert wird für dieses islamische Zentrum. Das deutet für mich jedenfalls nicht auf eine Abwehrhaltung hin. Und ich habe auch das, was ich an Diskussionen hier in Berlin so mitbekommen habe, etwa, das habe ich jetzt nicht so verstanden, dass man als Gegenwehr eine laizistische Universität will, sondern eher Probleme gesehen hat, wie schnell so eine Kooperation stattfinden kann. Aber vielleicht habe ich das falsch verstanden. Nee, das haben Sie sicher nicht falsch verstanden. Das ist gewissermaßen, sind das die offiziellen Stimmen. Aber wenn Sie sehen, was da an Online-Beiträgen kommt zu entsprechender Berichterstattung des Tagesspiegels, dann ist das wirklich schon frappant. Ich habe gar nicht gewusst, dass so viele Leute das Wort Laizismus kennen. Also das fand ich schon erstaunlich. Ich hätte sonst auch noch eine andere Frage. Ich tue mich ein bisschen schwer damit. Sie hatten, wenn ich richtig erinnere, Hannah Arendt zitiert mit dem Diktum von der unblutigen Ausrottung. Und jetzt dies auf Bildung bezogen, ist das nicht eigentlich tatsächlich etwas, was immer bildungsimmanent ist? Dass wir bestimmte Habitus abstreifen, dass Leute, die eine geringe Affinität zu bestimmten Prozessen auch der sprachlichen Interaktion, wie sie in Bildungseinrichtungen dominant ist, nicht haben, dass sie im Prinzip ihre Vergangenheit, ihre Herkunft, ihre Fesseln abstreifen müssen. Wenn ich etwa denke an das autobiografische Experiment von Pierre Bourdieu, wo dann irgendwie dieser schmerzhafte Prozess auch zum Ausdruck kommt, vergiss alles, was du bist, wenn du hier sein willst. Also, da würde vermutlich Hannah Arendt drauf sagen, niemand würde erwarten, dass deutsche Protestanten, die sich bilden, dann keine Protestanten mehr sind, während sie meinte, deutsche Kultur, deutsche Bildung sei so angelegt,
wenn Juden in sie integriert werden, dann können sie keine Juden mehr sein. Ich würde sagen, das ist das, eine Position, die sie etwa bei Koselleks Definition von Bildungsbürgertum finden, nämlich eine religiöse Konnotation, sehr starke religiöse Imprägnierung, würde ich sagen, von diesem deutschen Bildungsbegriff, so wie Kosellek ihn am Bildungsbürgertum gefunden hat. Und das ist ja genau diese Haltung, die von der Hannah Arendt sagt, wenn Juden, deutsche Juden in diese Form von Bildung hineinwachsen, dann heißt das, sie müssen ihre jüdische Identität aufgeben. Das meint sie mit der unblutigen Vernichtung des jüdischen Volkes durch Kultur, durch deutsche Kultur. Und ja, so würde sie das. Und sie würde eine Kultur, eine Bildung verlangen, die Herkunftsidentität bewahrt, aber deswegen ja nicht Bildung abweist. Hannah Arendt, sich im Überein. Nee, klar. Nee, für mich stellt sich nur die Frage, dass Hannah Arendt so agierte, finde ich völlig einleuchtend. Nur die Frage, wenn man gewissermaßen dieses Diktum, ja, ich will mal sagen, radikalisiert oder ausweitet dann haben wir doch beispielsweise im Umgang mit Varietäten, mit unterschiedlichen Sozialformen, Habitus, eigentlich auch ein Signal lange gehabt an den Universitäten, das gar nicht an den Wänden stehen musste, was gar nicht exponiert werden musste, dass bestimmte Sachen nicht gehen und dass man sich das abzugewöhnen hat, wenn man in den heiligen Hallen der Universität es wenigstens bis zum Privatdozent bringen wird. Und das sind ja auch kulturelle Prägungen. Und wenn wir heute beispielsweise diese Diskussion haben um Diversity gewissermaßen dann Diversity als stark mit Bereicherungsmetaphorik registrieren, stellt sich für mich auch die Frage, wie weit das dann noch zusammengeht mit einem zielgerichteten Bildungsgedanken, der eben auch diese Ausrottungs-, also ich kann es auch anders nennen, es ist ja vielleicht auch nicht legitim, das so zu formulieren, aber doch gewissermaßen für diese Egalisierung eintritt. Wir haben diese große Diskussion gehabt in den 70er, 80er Jahren bei den Thesen von Bernstein, zur Sprache, zur akademischen Sprache. Wir haben es jetzt wieder, wenn der Begriff Bildungssprache beispielsweise als Standardsprache in den Schulen, auch in staatlichen Lehrplänen wieder festgehalten wird. Ja, ich bin kein Bildungsforscher, das kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten. Wenn ich das auf mein Thema beziehe, so wie ich das angelegt habe, dann bleibt eben das grundsätzliche Problem, wo hinein wird über Bildung integriert. Ja. Und diese Form von Bildung, wie sie auf den Gymnasien, auch an den Universitäten vermittelt wurde, hat in eine Form von Bildung integriert, die offensichtlich nicht für Juden als Juden in vollem Maße aufnahmefähig gewesen ist, sondern hat eine Entjudung verlangt. Protestanten hätten wahrscheinlich, überzeugte Protestanten hätten gesagt, auch Katholiken, die da hineinwachsen wollen, müssen sich von einer Form von Katholizismus lösen, die kirchliche Institutionen über Wissenschaft stellt. Also da ist, könnte man sagen, ist etwas Vergleichbares
verlangt worden, was für Katholiken ein Problem gewesen ist und was man ihnen gegenüber nicht so exekutiert hat wie gegenüber Juden. Auch innerhalb der Sozialdemokratie ist darüber, das war ja auch eine Bildungsbewegung im 19. Jahrhundert, und darüber hinaus ist immer diskutiert worden, was für eine Art von Bildung muss das denn sein? Sie haben im Prinzip so einen Weg favorisiert, den die Rektoren auch vorgeschlagen haben, nämlich Wissenschaft als eine Form von säkularer Bildung. Aber die Universität hat das gepredigt, jedenfalls in Form ihrer Rektoren. Aber sie hat es nicht realisiert, sondern da kamen eben andere Kriterien hinzu. Und im 19. Jahrhundert war das das Kriterium der Nation und Nationalität. Und da hat man die Juden nicht in der Weise einbezogen und Sozialisten auch nicht. Also man hat dann immer noch Hilfskriterien gesucht, und die Deutsche Universität hat sich über das 19. Jahrhundert hinaus eben als ein Hauptpfeiler der Nation definiert. Und da passten diejenigen, die man nicht dazu rechnete, nicht hinein. Das gehört natürlich auch mit zu dieser Vorstellung von Nation. Das spricht Hannah Arendt so nicht an, aber ist vermutlich, geht bei ihr auch mit ein. Das ist ja natürlich gerade auch in unserer Disziplin oder in meiner Disziplin der Germanistik natürlich. Diese Karriere wäre gar nicht möglich gewesen ohne die Verknüpfung mit nationalpädagogischen Fundamenten. Und in den 20er Jahren ist es Julius Petersen, der hier an dieser Universität gewissermaßen das Kurzpassspiel des Germanistenverbandes ausführt und dann für eine Umbenennung von Germanistik in Deutschwissenschaft eintritt, und wo alles um das deutsche Wesen kreist. Also das ist ja ein schon ein sehr deutlicher Diskurs gewesen, der sich natürlich nicht auf alle Fächer so erstreckt, selbstverständlich. Auf mein Fach auch, ja, vielleicht noch stärker als auf Ihr Fach. Herr Tenon. Ich wollte nur sagen, dass das auch ein historischer Prozess ist, dass man aus einer kosmopolitischen, individualistischen, nicht-nationalistischen Idee, als die Bildungsidee bei Wilhelm von Humboldt konstruiert worden ist, im Laufe des 19. Jahrhunderts eine germanisierte, prussifizierte, institutionalisierte, dann auch sozial exklusive Idee macht, und dass dann das, was bei Humboldt Humanität heißt, bei Eduard Spranger 1910 ausdrücklich deutsche Humanität ist, und jemand wie der Drechsler, der Romanist hier, die Kluft zwischen Bildung und den komischen zivilisierten Menschen in Frankreich aufreißt. Also auch das. Insofern, glaube ich, kann der Scholem in aller Ruhe an Humboldt anknüpfen, weil der Universalist ist und jedem seine Religion lässt, jedem seine Ethnizität lässt, sogar den polnischen Schülern in Litauen ihre Sprache lässt, die sie 1890 nicht mehr sprechen dürfen. Und das kennt Humboldt alles nicht, und insofern kann man den kosmopolitisch, nicht national noch bildungstheoretisch, individualistisch und universal lesen. Wobei es immerhin dann wieder die Germanisten sind, die sich Humboldts Sprachtheorie für ihre Forschung zum deutschen Wesen ausborgen. Ja, gut, verdient haben wir so manches nicht. Ja, ich habe ja nicht hinterfragt, ob diese Humboldt-Deutung von Scholem und Hannah Arendt. Hannah Arendt hat sich intensiv mit ihm auseinandergesetzt. Weiß nicht, ob du das gelesen hast. Musst mal sehen, sie findet schon Wege, Humboldt anders zu interpretieren als du. Aber das müsste man natürlich befragen, ob man so wie Scholem Humboldt definiert hat, ob das angemessen ist. Ich habe seine Deutung vorgetragen, das nicht hinterfragt. Gut, ich schaue in die Runde, habe die Hoffnung, dass wir Sie richtig verstanden haben. Weiß ich nicht. Doch, jeder auf unsere Art. Und ich wünsche Ihnen dann noch einen liberalen, wenn Sie so wollen, Ausklang dieses Abends. Ich darf noch mal daran erinnern, dass wir
am 1. Juni die 20 Jahre Mosse Lectures feiern mit einem Festvortrag von Joost Hermand, der sich dann noch weiter dem Wirken der Mosses widmen wird und das im Anschluss dann auch eine kulturell ausgerichtete, das klingt so nach Gottfried Benn, Kulturträger, also ein Fest stattfindet, zu dem Sie herzlich eingeladen sind. Bis dahin, ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank.